Hier sind auch noch welche. Gut. Ja, nicht gut. Ich würde sagen, wir gehen raus. Das ist mir zu gefährlich. Ja klar, dass jeder zu gefährlich ist. Ach so, der laut. Ne? Ja, das ist der gleiche. Geh mal rein. Oh, wir sind schon bei 18. Das ist schon Warnung, Leute. Wir haben jetzt schon Warnung. Echt? Ja. Ja, also der Sauerstoff, man merkt, das ist nicht gut hier. Leute, es tut mir leid, dass die Qualität gerade nicht ganz so cool ist. So, wir kriegen was gepiept, auch gar nicht mehr. Nee, ausmachen. Ab und zu anmachen. So, ja, geht ihr schon mal vor. Ich weiß nicht, was der für Werte hat jetzt wirklich. Ne? Geht ihr schon mal vor mit dem Ding? Ich muss einmal kurz die Anmoderation machen. Danke sehr. So, meine Freunde, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil wir mitten in einer deutschen Großstadt sind. Auf einem Parkplatz stehen wir oben und sind gerade hier über den Gully in ein Bauwerk eingesickert. Und ich bin heute mal gar nicht vorbereitet. Ihr seht's, ich habe Turnschuhe an und ich habe die sogar dabei. Weil auf einmal waren wir da, ich bin ja der Fahrer heute. Und meine SD-Karte von meiner GoPro Osmo habe ich zu Hause liegen lassen. Ich bin richtig schlecht vorbereitet. Und um die Uhrzeit kriegen wir auch heute keine mehr. Ich zeige euch noch mal von unten die, den Gully. So, warte da noch mal. Richtig schlecht, richtig unprofessionell heute. Und das ist der Gully. Da sind wir gerade drin, hier runter. Und der Olli, der Starke, hat tatsächlich das Ding noch mal für uns zugemacht. Und hier sind schon direkt Fliesen aus der damaligen Zeit. Und schaut mal hier, das ist das Bauwerk. Geil, oder? So, ich merke auch schon, Sauerstoff ist nicht ganz so geil hier drin. Wir können hier noch die Wandfarben sehen. Ich meine, wo soll das Bauwerk auch die Luft herkriegen? Alter Fahrradsessel oder so. Und wie ihr wisst, immer auf den Boden gucken. Bunkertür hat man rausgebrochen damals. Wahrscheinlich bei irgendjemand im Keller. Geil, oder? Boah, die Luft ist richtig schlecht. Ruhe bewahren. Alter, schreien die. Schau mal hier. Boah. Wir fangen hier links an. Rauchen strengstens verboten. Der Mäcki war auch geil. Dann macht das Ding aus. Dann piepst es nicht mehr. Ja, aber das soll ja piepsen und uns Informationen geben, ob der Sauerstoff gut ist. So, Leute, also nehmt euch bitte kein Vorbild an uns. Wir machen das, damit ihr das zu Hause nicht nachmachen müsst. Oh. Okay. Hier mal mein Ausgang. Ich zeige euch mal kurz. Hammer. Boah, ich ärgere mich gerade so, dass ich nur das iPhone dabei habe. Wenn der Sauerstoff so schlecht ist oder so gering, dann fällt einem das Atmen schwer. Das ist so ein bisschen wie oben auf dem Berg. So. Ich lasse den Mäcki mal drehen. Mäcki ist direkt schon da, wo es spannend ist. Und was sagst du? Ja. Kleiner aber fein. Seid ihr schon durch? Ja. Nicht dein Ernst? Kleiner aber fein, durch. Leute. Oder war das alles? Keine Ahnung, was mit den Leuten los ist. Die Anlage ist eigentlich relativ auch sagen, groß. Dass es weitergeht, ne? Aber die denken, die werden schon durch. Aber wir sind noch nicht durch. Ey, sag mal, könnt ihr mir einen Gefallen tun und nicht so laut sein? Ihr macht nämlich hier voll die Party. Na. Und über uns ist ja tobt das Leben. Und stellt euch vor, irgendwie jemand erfährt, dass wir hier unten drin sind. Das wäre natürlich gar nicht so schön. Haben wir nämlich jetzt gerade keine Lust drauf, dass wir irgendwen aufs Tableau rufen. Schaut mal hier. Mega, oder? Also die Anlage hat auf jeden Fall, ich war ja schon mal hier,
eine ganz, ganz spezielle Sache, die es sonst so nicht ein zweites Mal gibt. Deswegen war es mir wichtig, den Jungs hier nochmal die Anlage zu zeigen. Aber das werden wir uns zum Schluss angucken. Ja, hier, sie haben es gefunden. Ich höre es gerade. Sie haben es gefunden. Notausstieg. Hier bin ich damals durchgekrabbelt. Lohnt sich aber nicht. Einfach nur ein leerer Raum. Den spare ich euch mal. Aber schon gut, oder? Auch hier nochmal. Ihr seid immer noch am Suchen, ne? Ja, weißt du, wo es lang? Ja, klar. Wo denn? Habt ihr die Bilder schon gesehen? Welche Bilder? Ja. Ja, die Wandbilder. Mhm. Ja. Achso. Und dann seid ihr schon fertig? Alter! Sind das wirklich nur die kleinen, du hast gesagt, der ganze Parkplatz? So. Das war doch nicht der ganze Parkplatz. Also, als ich hier war, ich war mega begeistert von diesen Dingern. Ja. Okay, ihr habt schon viel gesehen, glaube ich. Ja, aber das ist ja... Leute, ich wollte euch eigentlich hier was ganz Besonderes präsentieren, weil das gibt es bisher auf YouTube noch nicht. Dann vergesse ich meine Schuhe, dann vergesse ich meine SD-Karte und habe hier zwei Vollhonks dabei, die nicht begeistert sind. Du hast auch mittlerweile schon alles gesehen, oder? Ja. Ja, aber die Nummer ist, ich finde die geil. Was mich aber interessiert, ist dieses Loch. Wo dein Handy hier ist. Ja, durch da. Ja, geh mal raus, der Tonne. Leute, ich fahr ins... Gut, dass ich eine Pause gemacht habe, weil mich begeistern solche Wandmalereien. Ja, das sind Pfadfinder. Die beiden haben sich so lieb. Freundschaft steht hier drauf. Und ihr habt hier wunderschöne Stalaktiten. Mega gut. Und hier nochmal das Wandbild, zeitgenössisch. So hat man sich damals die deutsche Frau vorgestellt. Und schaut mal hier, alter Ausgang. Oh ja. Also, wenn das keine Aria ist. Oh, das habe ich jetzt mal gar nicht gesehen. Hier ist das Stadtwappen der jeweiligen, also von dieser Stadt. Versucht das mal ganz drauf zu kriegen. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Und kaum Graffitis. Das hier könnte relativ neu sein, Graffiti, aber grundsätzlich sauber ohne Ende. Flaschen. Da eine alte Weinpulle. Ich frag dich gar nicht mehr. Was sagst du? Geht nicht weiter, Alter. Ich wusste es, aber ich hab's dir nicht gesagt. Da hat er wenigstens ein bisschen was für sein Video. Alter, wo hängt denn da? Kann mal einer wenigstens den Film, wenn ich hier schon so geile Sachen für euch mache? Die Banausen. Ihr seid die Banausen. Ich hätte das rückwärts machen oder gar nicht machen wollen. Ich bin einfach ins Auto reingegangen. Ich taufe dich auf den Namen Maulwurf. Ein Maulwurf. Wieder alles voll. Alles voll, Junge. Alles voll, ja, Junge. Das ist nicht gelohnt, aber ich muss natürlich mal wieder mal reinkriegen. Alleine der Zugang durch das Bettel. Das mag ich. Geile Nummer. Hat Spaß gemacht. Oder? Ich find's super. Ja, also. Zugang, ich finde die Wandmalereien halt ultra geil. Gibt's halt. Das magst du, ne? Ja, ich liebe Wandmalereien. Sind übrigens aus den 50er Jahren. Ja, ist Nachkrieg, ne? Ja, ist Nachkrieg. Aber guck mal hier, so hat man sich ja damals die stolze deutsche Braut vorgestellt, ne? Klassisch noch aus dem Krieg. Ja. Und hier, wenn das kein Aria ist. Oh ja. Was haben die da drauf? Taube oder? Na, ja, Friedenstaube. Friedenstaube. Pfadfinder. Okay, cool. Als schöner Anlage. Ja, jetzt sagt er schön. Ah,
absolut beschissene Luft hier unten. Ja, ja. So, meine Lieben, aber ich hoffe, ich hatte ein bisschen mehr Spaß als diese beiden Banausen. Wie gesagt, ich bin echt froh, dass ich diesen Monat Pause gemacht habe und mir nicht so viele Sachen angeschaut habe, weil für mich solche Anlagen immer noch sehr spannend und aufregend sind. Und wie gesagt, die Anlage wurde, glaube ich, auf YouTube noch nicht gezeigt. Von daher habt ihr gerade was gesehen, was bisher unbekannt war. Und ich würde sagen, wir sickern jetzt hier wieder raus, machen noch so ein paar Aufnahmen für TikTok und ein paar Fotos. Und dann geht es auch schon in die nächste Location. Also in diesem Video werdet ihr wahrscheinlich so 3-4 Locations in einem sehen. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß. Zieh mir gleich noch andere Schuhe an und vielleicht habe ich noch Glück, dass mich irgendjemand hier über Social Media trifft, der mir die Karte dann zur Verfügung stellt. Ah. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Und schon wieder fast nicht. Mit wem bin ich denn eigentlich unterwegs? Achso, mit dem Auftraggeschichte, der Mackie von Auftraggeschichte natürlich, weil sowas Geiles müssen wir zusammen machen. Ja, yeah. Und wen noch? Kipfinger, 2.0. Yes, yes, zu der? Finden auf YouTube, Kipfinger. Zu finden auf TikTok. 2.0, du bist auf TikTok und freakingkäfig.com. Freakingkäfig. X-Hamster. So, wer will es versuchen? Du natürlich, du hast Handschuhe. Ich hab nichts an, ich will das filmen. Ich filme dich dabei. Ja, wir machen gleich nochmal die Aufnahmen extra nur fürs Reingehen. Ach, willst du noch für TikTok oder was, also hier hochkant? Ja. Olli, willst du noch was sagen zu deiner Frau? Ich liebe dich, Schatz. Oh. Aber du weißt wie immer, mir wird nichts passieren. Geil. Ja, kann man bewegen, nicht schon. Warte, nicht bewegen. Jetzt. Alles hier natürlich hochgradig professionell. Hochgradig professionell. Deswegen habe ich auch Turnschuhe. Das mal. So, du nimmst ihn auf, ich nehme dich dabei auf. Ich sehe ja gar nichts, wenn der da ja, es ist so ein breites Kreuz. Ja, wenn nicht, müssen wir zu zweit da rein. Nee, das kriegt er schon Alter, hin. Das ist, ja, aber nee, das kriegt er nicht hin. Jetzt weil sind wir, so lange Haken sind. Jetzt sind wir eingesperrt, Leute. Wir sind eingesperrt. Ah, ja. Wir hatten auf. Ja, klar. Natürlich hat er einen auf. Natürlich hat er einen auf. Olli ist ein neues Team. Ey, Leute, ist das Weiße hier drin. Der Döner geht auf Jörg. Der Döner geht auf mich. Du brauchst das Auto, Junge, wie geil. Ja, ich zeig euch das jetzt gleich mal. Wir haben das Auto nämlich direkt darüber gestellt, damit geil. Man dort sich zuparken kann. Geil. Das Schlimme ist, wir wollen ja gleich noch einen. Oh. Ja, jetzt eh vorbei. Nimmst du mal eine Kamera? Warte, ich mach mal meine Funds aus. So. Sieht man überhaupt noch was? Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr hoch leuchte, Leute. Einmal kurz, damit ihr seht, was wir für verrückte Sachen machen. So. Hopp. Kannst du mal runterleuchten? Was soll ich? Ein bisschen leuchten. Ja, warte. Alles fürs Video, wisst ihr? Ich habe keine Hand frei, keine einzige. Ja, wir sind nicht professionell unterwegs. iPhone in der Hand, junge Turnschuhe, alles gut mit dir heute. Ui. Ja. Ist dran, Jungs. Ja, und es leuchtet. Okay. Jo. Filmt ihr schon? Ja. Ist schon dran, Alter. Schön das Auto über Deckel geparkt. Oh, da würde ich mich nicht unbedingt dran festhalten. Ah, geh wieder runter, die Polizei. Ja, Junge, das Ding aus dem Sumpf. Ich komme gar nicht raus. Es steckt fest. Schüben, Manni, schüben. Ehrlich. Gleich hast du es. Warte, ich nehme das mal weg. Ja. Fühl mich. Was sagst du, die Luft war nicht gut da unten, oder was? War nicht gut. Die Luft war irgendwie, leuchte mich an. Leuchte mich an fürs Video. Mein Puls ist richtig schnell. An der Oberfläche. Ja, weil die Luft scheiße ist, Alter. Und wie? Ist noch gestartet oder ist er kaputt? Okay. Dein Wagen. Ja, guck mal. Olli, nimmst du den? Das bei mir nicht mehr. Dankeschön.
das heiß. Ist das heiß. Ist das heiß. Lenki, was hast du? Oh, Alter, ist das warm hier unten. Schmeckt schon direkt geil. Oh, ist das laut. Leute, ich sag, guck mal. Geil, oder? Ja. Da sind wir rein. Geil. Und oh, ist das warm. Ich hab's dir gesagt. Was sagt denn das Messgerät? Noch ist alles gut. Noch ist alles gut? Warte. Alter, schlägt die Linse, ne? Ja, ne? Ohne Scheiß. Also es ist brutal warm in der Linie, Alter. Tatsächlich. So, was sagt die? 20,5. Also perfekt. Perfekt, aber es ist ultra heiß. Perfekte Luft, Alter. Boah. Boah. So, Leute, ich was denn? Muss ich mal hier. So. Oh, hier steht also, herzlich willkommen. Ja, ja. Herzlich willkommen. Also, ich mache meine Anmoderation. So, meine Freunde. Also, zweiter Spot. Heute Abend der vorherige Spot, der hat leider nicht funktioniert. Deswegen haben wir jetzt gerade noch den Ferris getroffen. Der hat uns gerade hier in das Bauwerk reingelassen. Ist quasi der Pförtner heute Abend. Und wir gucken uns jetzt die Anlage einmal gemeinsam an. Ich war schon ein paar Mal hier. Und ich hoffe, das geht auch mit dem Kondenswasser vor der Linse. Und hier am Eingang direkt die alten Schutztüren. Vergittert war das. Die alte Gasdrucktür. Und hier oben sehen wir direkt schon die alte Fassung. Also ist alles noch original. Und hier seht ihr die alten Fliesen. Und hier habt ihr Rauchen verboten. Wir befinden uns jetzt in der Gasschleuse. Und vielleicht habt ihr schon gesehen oder euch auch gedacht, anhand der Fliesen, wir sind hier in einem Krankenhausbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, mitten in einer deutschen Großstadt. Und hier sind wir im Bereich, wo links die Patienten waren, um sich umgezogen haben. Und auf der rechten Seite sind die Operationssäume. Schaut euch das mal an. Ist alles noch da? Und dieses Mal, Leute, gehe ich einmal anders, als ich sonst gehe. Weil der Mackie ist ja auch hier. Der macht auch gerade ein Video. Und wir wollen uns natürlich nicht irgendwie gegenseitig stören. Schaut mal. Hier, das wird wahrscheinlich eine Toilette gewesen sein. Genau, hier ist sogar noch die Toilette. Die alte Tür. Überdruckventil. Was ist das? Hier kam die Telekommunikation an. Also es war ein Telefonraum. Hier konnte man telefonieren. Mit einem Fernschreiber. Heizung. Die Beleuchtung. So, Operationsraum 1. Hier sind die Fliesen mittlerweile fast alle schon runtergekommen. Aufgrund des Druckes. Ja? Warte, ich komm. Das ist wohl ein Luftschacht, guck mal. Nein, eine Autoschlüssel? Ja. Wie geil. Guck mal hier, ist der Luftschacht oder was ist der? Von hier ist auch Lauf drin, das ist doch so ein Zugang. Guck mal, wie lange ist der denn? Sollen wir den mitnehmen? Sollen wir den irgendwo da wirst du wahrscheinlich auch Spritzen und so drin finden. Ja, wahrscheinlich. Sollen wir den irgendwo abgeben? Ja. Vielleicht steht das Auto ja auch noch oben, ne? Ja. Witzig. So, zurück zum Video. Also, hier waren wir ja gerade. Und hier war Handwaschbecken. So, da. Handwaschbecken. So, ich musste mal ganz kurz das Gimmel neu kalibrieren. Schau mal, hier haben sie mit Kreide Dinge an die Wand gemalt. Das wird wahrscheinlich eine Toilette gewesen sein. Genau, Toilette. Thank you.
Hier waren damals das Operationsgeschäft drin. Und ihr hört schon, Glasscheiben liegen hier noch auf dem Boden. Hier konnten die Ärzte dann hintergehen. Wahrscheinlich waren hier Toiletten und Duschen. Genau, Überdruckventil, Toilette, Notausgang. Hier konnte man sich dann waschen für die Operation. Und schaut mal hier, kommt überall der Kalk runter und der Schimmel. Alte Lampe. Also schon mega beeindruckend, das Ding, wie ich finde. Hier nochmal der Blick auf die zweite. Und hier ist noch ein Operationsraum wahrscheinlich. Oder Aufwachraum, das werden wahrscheinlich die Aufwachräume gewesen sein. Eine Nische. Und hier haben wir noch Telekommunikation, ne, Sicherung. Sicherung. Und schau mal hier. Und da ist unser Zugang. Das war jetzt ein Eingeführt zum Operieren. Ja? Genau, also folgendes. Wir sind hier quasi im Begegnungsraum und das ist quasi genau die Teilung zwischen einmal dem Operationsraum. Das waren die hier? Die genau, das hier ist der Operationsraum. Ach so. Genau. Ja. Das sind ja die klassischen Vitrinen, wo alles drin stand. Und ich gehe davon aus, dass das hier die Aufwachräume sind, links und rechts. Ja. Oder intensiv oder so. Ja. Ja. Und wenn du hier weitergehst, dann kommst du hier in den... Genau, du hast, vielleicht hast du es nicht entdeckt. Dreh dich mal um. Doch, habe ich. Da oben? Die habe ich alle, ja. Genau. Zum Warteraum? Genau, das ist der Warteraum. Und hier hat man sich dann halt umgezogen in dem Bereich. Du hast drüben Auskleide und Ankleide. Ja, genau. Immer zum Auskleiden, Duschen und wieder Ankleiden. Und einmal für Mann und einmal für Frau. Ja, genau. Richtig, links und links. Also hier könnte man sich da duschen. Ja, draußen. Also so steht es hier. Ja. Krasses Ding, Alter. Das geht sogar noch tiefer. Vorraum, Ruhe bewahren. Sogar noch die alte Garderobe. Brausen. Also schon richtig gut. Sauerstoff ist gut, im Gegensatz zu der anderen Anlage, wo wir heute waren. Hier gibt es auch nochmal eine Toilette. Überdruckventil. Also ich finde die Anlage wirklich jedes Mal aufs Neue richtig gut. Schall aus Bakelit, frühe Form von Plastik, Vorraum, Ruhe bewahren und Maschinenraum. Hier wäre ein hier ist der Maschinenraum. Schau mal hier. Also das ist schon bemerkenswert, Leute. Jetzt in den Maschinenraum. Jörg ist schon unten natürlich. Und hier haben wir den Filter. Raum. Noch ein Gasfilterraum, oder gar nicht. Wenn und dann alles. Große Anlage hier, großer Raum. Das Holz ist schon durchgebogen. Ja, geil. Lüftung, Maschinen, Batterie, Licht. Und man darf nicht vergessen, wir sind einfach mal unter einem Parkplatz, Leute. Ja, genau, mitten in der deutschen Großstadt. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Absolut geil. Also Gullideckel machen Spaß. Gullideckel sind die besten. Das fährt schon richtig. So, das war jetzt hier auch wieder. Lüftung, Maschinenraum 1. Hier ist der Heizungsmann. Boah, ist das nass. So, zum Warteraum. Hier hat man dann gewartet auf seine Operation, Leute. Und schaut mal hier, Nickelpflege von Rex. Also die Anlage kennen nicht viele Leute. Von daher, auch hier seht ihr wieder etwas, was
man nicht unbedingt jeden Tag sieht. Alte Waffenkisten. Vorraum. Absolut spannende Geschichte, was hinter dem Buch steckt. Und wie gesagt, geil erhalten. Ne? Ja. Also wir gucken nochmal Vorraum. Der Zustand ist richtig gut. Hier habe ich ja noch nie reingeschaut. Stell dir vor, wir finden da noch was. Aber hier ist nichts. Zum Ankleideraum. Hier sind die Brausen. Also genauso wie drüben auch, nur das hier für Frauen. Und dann hier Warteraum. Und dann gibt es hier zum Notausgang. Ne, zum Warteraum. Ja, und dann wird man da operiert, Leute. Das ist schon wirklich eine krasse Anlage. Und wenn man sich vorstellt, wofür die war und dass sie auch im Betrieb war und im Krieg Menschen auch operiert und gerettet hat, ist das schon sehr, sehr bemerkenswert. So, die Toilette ist noch da. Wie gesagt, redundant, also alles doppelt. Falls eine Lüftung ausfällt, gibt es noch eine zweite. Und hier haben wir einen Ausgang. Aber hier ist nicht mehr viel zu holen. Oh, ich war noch nie hier. Ich war hier noch nie. So, wir haben 20% Sauerstoff, also perfekt. Fühlt sich aber nicht perfekt an gerade. Schau mal hier. Was ist denn? Leute, ich habe hier noch nie durchgeguckt. Wie geil. Schon so oft hier gewesen und das noch nie gesehen. Den Wasserbehälter. Nicht dein Ernst. Das ist auch nur ein Gullideckel. Witzig. Also es gibt noch einen zweiten Gullideckel, wo man rüber rein kann. Witzig. Und da kommt man hier raus. Boah. Boah. Ja. Ein Raum. Und Treppe nach oben. Ja. Ja. Aber es ist kein Deckel. Doch, würde man auch reinkommen. Echt? Mhm. Eingang, Garschleuse. So. Und zum Vorraum. Also wirklich geil. Richtig, richtig gut. Zum Warteraum. Hier war nochmal ein Warteraum. Dann habt ihr auch Aufforderung. Auskleideraum. So, meine Leute, also ich hoffe, ihr feiert das, dass wir solche krassen Abenteuer immer für euch auch filmen und ein gewisses Risiko eingehen. Weil die Leute da oben, die waren, glaube ich, nicht unbedingt die nettesten, die wir da gerade gesehen haben. Und wir haben halt Samstagnacht, irgendwie 2 Uhr, und wir gehen irgendeinen Gullideckel rein. Naja, aber easy. Wir haben ja Ferenc dabei, Oliver ist mit dabei. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Bleibt dran. Ich hoffe, es hat euch bis hier gefallen und bis gleich. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlacht.